Das Münzkabinett Dresden wartet seit wenigen Tagen mit einer neuen Dauerausstellung auf. Insgesamt erwartet den Besucher eine Ausstellungsmenge von etwa 3.300 Objekten. Die Sammlung des Münzkabinetts ist fast 500 Jahre alt. In der Tat darf Herzog Georg der Bärtige als Begründer genannt werden. Es ist bekannt, dass er antike Münzen gesammelt hat und Medaillen mit seinem Porträt von verschiedenen Künstlern anfertigen ließ. Die Erfindung der Münze ereignete sich in der frühen griechischen Kultur an der Westküste Kleinasiens, der heutigen Türkei. Und Sie sehen hier in der fünften Reihe in der Mitte ein kleines Goldstück. Das ist ein Drittel Stater aus dem Königreich Lydien um 600 vor Christus geprägt. Im Auftaktraum erlebt man das Thema Bergbau und Münzprägung in Sachsen. Wenn der Besucher die Dauerausstellung des Münzkabinetts betritt, wird er fasziniert sein von der originalgroßen Reproduktion des Annaberger Bergaltars. Man sieht viele Bergarbeiter bei der Förderung des Erzes, der Aufbereitung des Erzes, dem Schmelzen und schließlich dem Vermünzen des Erzes zu gutem Silbergeld. Wir befinden uns im vierten und letzten Raum der Dauerausstellung, dem prachtvollsten, wie ich meine. Es geht hier um Medaillen und Orden. Im 17. und 18. Jahrhundert erlebte die Medaille in Sachsen eine Blütezeit. Und als Schwerpunkt haben wir hier eine Auswahl der besten Werke auf Augustin Starken zusammengetragen. August der Starke ist unter allen Wettinern der Herrscher, auf den es die meisten Medaillen gibt. Hier haben wir eine Überraschung. Ein Taler von 2015, der im Rahmen der Eröffnungskampagne des Münzkabinetts in Auftrag gegeben wurde.